Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Mega Man X 2. Im letzten Part haben wir hier diese Stage gemacht und sind verzweifelt. Und jetzt geht's zum Boss, nämlich dem guten Wire Sponge. Wir sind schon in der Nähe. Und jetzt will ich zu dem Typen gehen und ihn mal Ansage machen bei ihm, so gesehen. Hier kommt nochmal so ein kleiner unnötiger Gegner runter und der hätte mich fast getroffen, was ziemlich ärgerlich geworden wäre. Du kleiner dreckiger Sack. Warte, den müssen wir jetzt einfach mit ein bisschen Geduld besiegen. Weil ich will natürlich nicht mit möglichst vielen Leben bei dem Breuer Sponge-Typen ankommen. Weil der echt nicht ohne ist. Deswegen passen wir lieber auf. Na, ja, der wird gleich wieder schießen. Warten, warten. Und down. Oh ja, nice. Wir haben nochmal sowas gekriegt. Das heißt, wir sind mit vollem Leben bei Wire Sponge. Mal sehen, ob wir dem diese Pflanze zerstören können. Weil er ist ja eine Pflanze, so mehr oder weniger der Typ. Aber ich kann euch sagen, der Boss ist nicht leicht. Und es kann auch sein, dass ich, wie gesagt, relativ wenig teilweise kommentieren werde, weil er echt nicht ohne ist, der Typ. Ich habe auf jeden Fall schon meine ersten Erfahrungen mit ihm gemacht. Und er nervt. Er geht ziemlich auf die Nerven. Wow. Oh, sieht gut aus gerade. Aber bisher nur. Da haben wir den ersten Gegentreffer hinnehmen müssen. Und den zweiten. Dieser Typ ist so eklig. Ja, ganz sicher. Du dreckiger Sack, Alter. Ja, natürlich. Was macht denn der jetzt für ätzende Movesets, der Typ? Der nervt ja nur noch. Okay, das wird wahrscheinlich nichts mit dem Versuch. Wobei ich ihm gut Leben abgezockt habe, müssen wir sagen, ne, für das erste Mal gegen den kämpfen. Ja, genau, dann tötet mich der Stachel. Dieser kleine, dreckige Pentakel. Das Gute ist, man startet aber bei den Bossen immer, hier in diesem Raum vor dem Boss. Und ich muss sagen, ich glaube, ich werde den jetzt dann auch bald schaffen. Also, ich sehe eigentlich mit recht positiven Blicken ihm entgegen. Dun, 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 dun. Oh shit, der erste Treffer hat gesessen. Das ist gut. Das heißt, wir müssen konzentriert bleiben. Nein, Mann, diese Steuerung. Ohne die hätte ich ihn jetzt nämlich so richtig schön da oben abfangen können mit meinem Schuss. Ja, du bist schon cool. Wahnsinnig cool bist du. Ich weiß nicht, ob es jedes Mal wert ist, Schaden zu nehmen, aber ihm dafür dann Schaden zuzufügen. Ja, das war wichtig, der Damage. Ich bin gerade konzentriert, Leute. Concentration, my friends. Gerade läuft der Typ auch. Wow, denkt er, ne? Als ob er mich jetzt damit getroffen hat, auch noch. Das Blöde ist, wir haben halt keinen E-Tank, Leute, ne? Und mit einem E-Tank wird dieser Boss so viel leichter. Das kann ich euch nur sagen. Aber ich bin gerade konzentriert. Wieder mal. Oh oh, jetzt geht der Typ ab. Aber bitte trefft er uns hier nicht an der Seite.
Weil der Typ hat jetzt so eine Ultra-Ganking-Dama-Attacke drauf. Der ist jetzt blitzmäßig geladen, der Typ. Mit dem lässt sich absolut nicht mehr spaßen. Wie ihr merkt, ist der absolut ernst jetzt, der Typ. Wir haben ungefähr, glaube ich, gleich viel Leben. Es bleibt also spannend. Penner, die! Oh oh, das wird ein knappes Duell, Leute. Bitte, 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 wir können ihn machen. Jetzt könnten wir ihn besiegen. Ja, haha. Epic. Wire Sponge down, würde ich sagen. Ohne E-Tank und so. Epische Sache. Gefällt mir. Ja, der ist sowas von tot. Oh yeah, und wir erhalten eine neue Waffe, nämlich die, genau, Strike Chain. Mit der kann man sich auch gleich an Wände ziehen, wenn man sie gut auflädt, die Waffe. So. Ja, da jetzt Wire Sponge besiegt ist, was sehr gut ist auf jeden Fall, haben wir eine Waffe gekriegt, mit der wir uns tatsächlich gegen einen Boss gut behaupten können, nämlich Wheelgator. Allerdings werde ich vor Wheelgator mir wahrscheinlich, ja, doch, noch eine Sache holen. Die gibt's in Flamestack Stage. Also, lasst uns bei dem vorbeischauen. Flamestack. Das ist mein Lieblingsboss übrigens von den 8. Ihr könnt mir ja schreiben, welches euer Lieblingsboss ist, aber mein Lieblingsboss ist Flamestack von den 8. Tja, Ultimate Mega Man. So, und das ist nämlich relativ fies. Nämlich muss man auf den Typen drauf hier. Dann bringt er einen zu einem E-Tank. Und diese Musik ist geil. Lalala. Hier ist der E-Tank. Yeah. Mit dem E-Tank fühle ich mich schon so viel besser. Wow, lass dich nicht so simpel treffen. Komm mit runter. Ich brauch dich hier unten. Ja, okay. Er hat mir zwar Schaden zugefügt, aber er hat das Richtige geöffnet. So. Es gibt hier nämlich tatsächlich noch was zu holen. Oh mein Gott, ist das nervig. Ja, was hat mich jetzt getroffen? Das war voll asynchron oder so, weil der Typ hat mich gar nicht getroffen richtig. Das finde ich nicht nett. So, und jetzt müssen wir uns beeilen, weil da oben gibt's was, aber das ist echt nicht leicht. Ich kann's versuchen, wenn wir scheitern, ist auch nicht schlimm, dann holen wir es uns erst später. Nämlich bricht hier zum Vulkan aus und das ist nicht lustig. Oh mein Gott, und wir haben's verkackt. Man, ja, ihr habt nämlich da links gleich schon das Herz gesehen. Und übrigens, ich habe schon gesehen, dass dieses Spiel öfters mal die Aufnahmen auch auf asynchron hat. Und ich glaube, manchmal lasse ich das dann einfach so, weil dieses Spiel ist halt einfach mega anstrengend zum Aufnehmen. Und wenn man dann halt zum Beispiel einen schweren Boss schafft und dann muss man die ganze Zeit wieder das von vorne aufnehmen und nochmal sich aufregen bei dem Boss, dann kann das halt echt nerven, falls ihr wisst, wie ich es meine. Let's Player wissen das jetzt natürlich am allerbesten, wie ich das meine. Denn das kann schon ziemlich aufregen. Da, da, da. Da. So, nochmal Next Try. Ach, komm schon. Nein, Mann. Es ist so schwer, an das Herz zu kommen. Es geht später auch besser, natürlich. Ja, dann lassen wir es jetzt erstmal für das Herz. Und gehen zu Wheelgator. Wir probieren jetzt schon einfach mal ein bisschen, seine Stage reinzukommen. Und da ein bisschen Stuff zu machen. Denn seine Waffe wird sehr nützlich, das kann ich euch schon mal sagen. Seine Waffe ist eine der nützlichsten. Aber er sieht bedrohlich aus. Wheelgator. Weil der Typ kann abgehen.
Und seine Stage ist ziemlich lustig. Ihr seht schon, hier ruckelt alles und nein, das liegt nicht an mir. Das liegt daran, dass seine Stage einfach ziemlich wackelig ist. Und hier ist übrigens für mich so ein perfekter E-Tank-Farm. Diese Stelle hier. Also bis später. Später gibt es noch eine geilere Stelle, aber sonst finde ich immer das hier so einen geilen E-Tank-Farm. Wenn nicht die Steuerung bangen würde. Und warum ich übrigens in Realgator Stage gegangen bin, hat auch einen ganz bestimmten Grund. So, und der wartet auf mich, das weiß ich. Schaut ihn an, wie er wartet, dass ich hochspringe. Tja, ich habe ein bisschen weiter gedacht. Die Stage hat nämlich den Realgator, und der Realgator, der hat eine der nützlichsten Waffen, habe ich ja vorher gerade schon erwähnt, für die Rüstungen, weil es gibt natürlich auch in dem zweiten Teil wieder Rüstungen. Hier oben ist eine übrigens, aber da kommen wir noch nicht hin, da brauchen wir erst die Schuhe. Und die haben wir nicht. Und wie kommen wir an die Schuhe? Richtig, mit der Waffe von Realgator. In einer anderen Stage. Und die da sind so nervig. Ich bin kein großer Fan von denen. Da oben könnten wir uns was abstauben für Dings. Aber ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Doch, kommt man, glaube ich, aber das ist nicht so leicht. Egal. Wir brauchen jetzt zwingend nicht. Ich glaube, der ist sogar schon relativ voll. Ah gut, aber da kommen wir wirklich hin. Nee, da gibt es jetzt keine Ausrede. Das ist wirklich kein Akt. Oh mein Gott. Dann gehe ich halt gleich oben lang. Ist mir auch egal. Ja, witzig. Jetzt kriege ich das Zeug nicht mehr. Dieses Spiel ist so assi. Na, 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 na. So, das hier ist die neue Art von Roboter. Hier gibt es nämlich Roboter in dem Spiel. Das, die, im Einser gab es auch schon welche, aber die hier sehen irgendwie cooler aus, finde ich. Das sieht man ihnen doch an, oder? Dass die cool aussehen. Oh, Fight gegen anderen Roboter. Wow, der war gar nicht so schwach, der Typ. Aber wir haben regiert. Vor allem ist das Gute, dieser Roboter frisst den ganzen Schaden für dich. Sprich, das hier geht auf unseren E-Tank. Wow. Und so muss man am besten rüberjumpen, genau. Ja, natürlich hältst du so viel. Ja, als fällt es runter, Betrug. So, aber da ist wieder was für unseren E-Tank gewesen. Und hier ist leider schon Endstation für den Roboter. Ich habe gesagt, Endstation für den Roboter. Egal, nehmen wir uns hier halt noch was mit. Oh mein Gott, muss der jetzt die ganze Zeit respawnen, der Typ. Der respawnt unendlich. Oh Mann, nerv jetzt doch nicht, Junge. Ach Gott, ich hänge gerade an so einer Noob-Stelle, wo jeder von euch lachen würde wahrscheinlich. Nein, ich beschwöre ihn die ganze Zeit wieder, Mann. Wann lerne ich es endlich? Kein B drücken. Kein B. Ja, also. Hier oben ist ein Herz, da kommen wir auch noch nicht ran. Das hier sind nämlich Stacheln an der Seite. Das ist natürlich nicht so cool. Ja, wow, jetzt wartet der da wieder. Das ist so ein richtiger Camper, der Typ. Das ist ein Camper. Und hier, das ist ein Asi. Wow, hier sollte man sich beeilen, sonst wird man in die Stacheln reingedrängt. Das wäre dann nicht so geil. Wow, und das war auch ziemlich knapp. So, ich würde sagen, hier fahren wir noch hoch und dann beenden wir den Part. Ich will die Parts nie so lang machen, deswegen. Das vor allem, wenn es dann wieder ein Delay hat, dass es nicht zu übertrieben wird, weil je länger man dann aufnimmt, desto größer Delays werden es. Wow, ich werde gerade fast reingerannt. Was ist hier? Okay, hier geht's gleich richtig weiter. Den killen wir noch und dann, würde ich sagen, geht's weiter im nächsten Part. Also wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es hier wieder weitergeht mit Mega Man X2. Also bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, euer Andy Gamer.